dann würde ich sagen, nehmen wir jetzt los. Wir sind heute tatsächlich zu dritt. Markus, du bist wie immer dabei, ne? Und der, wie angekündigt, ist tatsächlich auch der Enrico mit dabei, unser neuestes Crewmitglied. Damit erstmal herzlich willkommen bei uns. Jo. Moin. Ja, mein Gott, sehr schüchtern auf jeden Fall. Ja. Erstmal zu uns auf den Server kommen. Und genau, komm erstmal zu uns mit auf den Server. Ich habe einen Freundesserver offen, ansonsten lade ich dich nochmal ein, dann kann man dich nämlich auch mit in die Crew einladen. Das ist jetzt so ein bisschen das Nächste, was wir jetzt erstmal machen. Und dann habe ich mir überlegt, dann fahre ich mal zu meiner Yacht. Wir wollen nämlich die Yachtdinger machen heute, diese super Yachtmission. Okay, das lädt bei mir noch. Ja, alles ist gut, bis ich da bin. Das sind 5 Kilometer, das dauert ein bisschen. Dann fahre ich erstmal die Crew-Einleitung und so mit Markus tatsächlich. Der wird sich dann gleich dann, sobald du bei uns mit dabei bist, einladen. Damit wir das schon mal vollständig haben. So. Ansonsten, wie gesagt, wenn das jetzt nicht funktioniert mit dem Dings, dann müssen wir da gleich mal noch. Wollen wir noch ein bisschen was anderes rennen oder sowas, je nachdem. Also, wir haben Zeit bis ca. 8 Uhr. Also, jetzt auch gut. Hilfe. 2 Stunden. Ja, gut, 2 Stunden. Genau. Ja, und dann gucken wir. Sonntag sind wir dann wahrscheinlich sogar zu viert, wenn Baby mit dabei ist. Dann kann man nämlich mit den Heißen nicht weitermachen. Wie ich das Thema dann immer abschließen kann. Und ich hoffe, dass wir dann vielleicht sogar zu 15 sind. Danach, irgendwann. Weil da kommt nicht noch einer, der aber heute. Oder an. Noch mehr, wenn sich noch mehr Leute finden. Wenn sich noch mehr melden. Bis jetzt haben wir noch einen Anwärter, der. Aber momentan, wie gesagt, schon angekündigt, im Prüfungsstress ist und die gerade im Kopf nicht wirklich in GTA ist, aber das ist auch vollkommen in Ordnung. Das ist so vollkommen verständlich. Da geht es auf jeden Fall vor. So. Du hast ein Jobangebot. Ne, ich brauche kein Jobangebot. Kopfgelder. Ich brauche eine Spielereinladung. Ja, du kannst eigentlich mir beijoinen, aber ich kann dich nochmal kurz eben auf den Server einladen. Sekunde. Mhm. Hier stand, ich brauche eine Spielereinladung. Ist raus. Was auch immer du gerade da versuchst, Markus. Willst du mich hier besteigen oder was? Oh Gott. Was ist die? Sieht ihm ähnlich. Hm? Ja, macht er öfters mal. Na, normalerweise nur bei einer Person. Schon gesehen und gehört. Wahrscheinlich schon gesehen, ja. Hey, voll die Gang-Attacke hier, Alter. Weg hier. Ja, wir sind mit dem Ganggebiet, natürlich. Ach, Markus, gehst wieder nach Hause hier? Ah, Strip Club. Bist du jetzt in den Strip Club gegangen, oder was? Ja, ich habe übrigens immer noch nicht rausgefunden, wo man diese Klamotten, die Rockstar einem so schenkt, irgendwie findet. Hey, Drecksack! Herzhaft! Ich hatte Dings angegriffen, weil ich da rumgestanden hab. Weißt du? Ich laufe mal zu meinem Auto. Ja. Ich habe Selbstmord begangen. Warum stehe?
Habe ich selbst heute begangen. Na, leck mich doch am Arsch. Scorpion XY wurde zu Crazy Five YouTube. Das ist gut. So. Ich muss du bist doch im Rockstar Social Club, oder, Florian? Ja, ich glaube, ich habe mich letztens angemeldet wegen meinem Kumpel. Warte mal gerade kurz. Hier explodiert wieder irgendwie alles. Was YouTube Crew anzugehen, ins Menü Crews und anzünden. Was veranstaltest du da hinten? Das Menü Crews, wo finde ich denn das jetzt? Oh. Ach hier. Oh. Hä? Was hast du getan? Ich bin hier voll in dieses Gebäude reingekracht, wo du flüchten musst in der Story. Das ist quasi die Pathologie. Mhm. So. Eigentlich wollte ich ja zu meiner Yacht. Eigentlich. So. Ich brauche erstmal meinen Mosmito. Ich brauche erstmal mein Auto. Das war mein Auto, aber wiederhole mich, man hat mir ja mein Auto hochgejagt. Das war ich aber nicht. Da war ich noch im Stripclub. Eigentlich habe ich was anderes versucht. Ich habe eigentlich Annäherungsvideo mit dem Eingang herumgelegt von dem Stripclub. Ich dachte mir, wenn der rauskommt, dann kriegst du noch einen mit. Aber irgendwie... Ach, leg mich doch im Arsch. Ich hab... Nee. Heute nicht. Verschwende von mir, ja. Lass mich in Ruhe, blöder Kopf. Ich hoffe, irgendwann mal kann man endlich Polizeiautos kaufen. Das wäre übelst nice. Ja, nicht nur kaufen. Ich fände ja cool, wenn jetzt das wieder wie in GTA Vice City machen, zum Beispiel, dass du da einen Jobs annehmen musst, weißt du? Da kommst du Polizei, Feuerwehr, Krankenwagen. Und zum Beispiel auch Pizzabote kannst du ja spielen. Richtiges Roleplay quasi. Du hast ja bestimmte Dinge bekommen, wenn du die ganze Mission durchgezogen hast. Oder durchgemacht hast. So, und ich brauche mal. Jetzt will ich mein Auto holen, ey. Ich mach schon wieder Dinge. Tausend Dinge ohne Ende, ey. Vor allem sehr sinnvolle Dinge. Ich lege mich in die Polizei an, ich jag hier Leute und ich gehe hoch. So, also, was machen wir jetzt? Ich brauche ein Auto. Und zwar, nicht so mein Kuruma. Wenn ich in Mission gehe, dann habe ich eigentlich immer mein Kuruma mit an Bord. So das grundsolideste Auto, was ich... womit ich arbeite. So, und ich will, wie gesagt, zu meiner Yacht. Ich hoffe, dass ich die Mission gestartet bekomme, oder beziehungsweise man die machen kann. Hey, wer stirbt da die ganze Zeit? Was ist das? Hä? Bin ich überhaupt bei euch noch? Nein. Ja, ich merke das gerade. Ich sehe einfach nur sterben. Hä? What the? Du hast nur, glaube ich, irgendwie gerade, also vorhin das Spiel verlassen. Ja, weil ich die Crew angenommen habe. Ja, und wenn du jetzt in der Crew reinkommst, wieder auf den Server, wie gesagt, das ist ein Void-Server. Warte, da kann ich nämlich, wenn du links mal kommst, noch einen Crew-Server aufmachen, lieber. Ich hoffe, dass wir dann irgendwann zu 14, sind. Und dann endlich mit den Heiß weitermachen können. Dann können wir auch Gegnermodus anfangen. Mit 4 Leuten macht es ein bisschen mehr Spaß. Oder mit 5 dann, vielleicht. Ich will ja gerne mal die ganze Schlitzer-Mission durchspielen. Bestie. Und was auch immer, was da noch so kommt. Deswegen. So, also.
Frage ist, wo steht jetzt... Ach, die steht da so 1000 Kilometer draußen. So, das heißt, ich muss jetzt... Wo sind die da hinten? Kriege ich irgendwie ein Boot oder so? Das wäre super. Ich brauche kein Boot. Ja, ich aber. Ich muss zur Yacht und ich brauche halt ein Boot. Wo steht denn deine Yacht? Im Hafen unten, wo ich hier bin. Ach da. Ja, ich sehe es. Ein bisschen weiter außerhalb. Und ich brauche halt jemanden, der mich, mich abholt. Oder ich komme. Das reicht, wenn du scheinst. Da stimmt, die wollen es nicht da. Ja, eben. So. Au. Ja, sonst muss ich schwimmen. Ja, warte, ich bin auf dem Weg. Was auch immer du auf dem Weg. Was auch immer du auf dem Weg bist. Ach, da oben. Du bist immer noch. Du bist ja noch 100 Kilometer weg. Ja, jetzt sei doch mal geduldig. Nein, ich bin hier überhaupt nicht geduldig. Wir haben wieder nichts auf die Reihe bekommen in dieser Folge. Also wie immer. Naja, manchmal machen wir ein bisschen was Nützliches durchaus. Und sei es nur uns ein bisschen auf den Körper hauen. Oder keine Ahnung. Oder Fake bumsen. Das ist immer. Das machst du. Das machst du meistens. Du bummst immer welche Leute. Bin ich noch richtig? Ja, ich bin noch richtig. Gut. Gut, ich bin noch richtig. Du machst mich. BMW hier. So, wenn du mich anmachst, dann hau ich eben die Waffe durchs Gesicht. So. Seid mal so nett und lad mich nochmal ein. Ja. Ich keine Ahnung, wie ich euch beitreten kann. Das kann Kev ja nochmal machen, während ich ja. Ja, ich warte im Gar, bin schon dran. Da unten bist du. Ist raus. Dankeschön. Seid tatsächlich auch die ersten, mit denen ich offiziell so zusammen spiele. Okay, sind immer nur kleine Dudes, die dann immer wieder abgehauen sind irgendwann. Sind wir nicht. Ja, okay. Wir zocken eigentlich. Wir zocken eigentlich jedes Wochenende zusammen. Heute war halt ein bisschen spontan, dass wir ja gesagt haben, wir machen ein bisschen was zusammen. Ja. War eigentlich heute nicht geplant, aber ja, so ist es halt manchmal. Nachholung von gestern. Ja, deswegen halt die WhatsApp-Gruppe. Ja gut, gestern war ja von Anfang an nicht geplant. Ja gut. Ah, so war's genau. Ja, wie gesagt, eigentlich wäre es der Sonntag. Content hätten wir sowieso genug gehabt noch. Wie gesagt, ich habe ja gepostet, wann ich die letzte Folge raus habe. Wir sind ja jetzt, glaube ich, irgendwie schon um Ostern rum, wenn die Folge hier kommt. Ja, aber es ist halt so, wenn du ein bisschen Zeit hast und wenn du dann ein bisschen mal viel machst und wenn du dann mal so für 2 Wochen aufnimmst, ein Stück am Stück, wir zocken meistens so 3-4 Stündchen. Das Einzige, wo ich vorproduziert habe, war bei meiner Aquarium-Serie. Okay. Und jetzt haben wir 3 Videos oder so. Ich bin noch beim Schneiden von einem, aber... Das geht bei mir immer relativ schnell. Ich schneide ja das Intro davor und lass die ja so verändern. Ja, gut. Und mach halt du hast da irgendwie Brett dein Auto. Ich hab's diesmal das erste Mal wieder mit Memes reingeschnitten und so. Also. Ja, alles gut. Manche Leute machen das ja irgendwie so ein bisschen... Machen das ja ein bisschen halt aufwendiger. Nur ich halt. Ich will mir dafür aber auch mal ein richtiges Programm kaufen, wenn ich einen guten, besseren PC habe. Ja, das geht aber mit einem normalen Laptop. Das ist nicht viel teuer. Also mein Schneideprogramm aber 80 Euro, das geht ja noch. So, jetzt ich habe 20 für meins bezahlt. Okay. Das Intro habe ich mir damals machen lassen. Die Frage ist, wo ist jetzt diese. Ich kenne sie halt nicht. Das Intro hast du machen lassen? Mein Intro habe ich machen lassen. Hat mir jemand... Hast du dafür Geld bezahlt? Nein. Oh, es gibt gut. So welche in der YouTube-Gruppe, die gut, das kosten. Alter, sonst hätte ich jetzt gesagt, ey, da hast du aber echt hier einen reinreiern lassen. Ich hab kein Geld da bezahlt für. Das hätte ich dir auch machen können. Da gibt es eine Seite, da kannst du das automatisiert, da gibst du ein Thema ein, zack, das ist
fünf Minuten ist das gemacht. Ja, du kannst mir ja noch ein neues Intro mal machen, dass wir das mal irgendwann ein bisschen davor bauen, wenn du Bock hast. Ich muss mal gucken, wo wie. In meinem Intro finde ich ja noch die Seite, da habe ich das Wasserzeichen ja noch drin. Na gut, ich will ja kein Wasserzeichen mehr drin. Darum geht's ja jetzt nicht. Gut, okay. Da wir heute wahrscheinlich nicht viel geschafft haben, werde ich jetzt hier kurz in den Break machen. Wir gehen in der nächsten Folge dann in die Mission, weil ich habe jetzt tatsächlich das Ding gefunden. Ja? Und die Folge heißt, wir haben nichts gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie ich die Folge nenne. So ein Clickbait, Alter. Das Heftigste in GTA 5. Nicht. Nee, ich denke, dass ich da einfach die Folge nenne, organisatorisches. Und dann... Audio-Check. Ja, scheinbar irgendwie sowas. Unser neues Team, unser neues Mitglied. Ja, irgendwie sowas. Was soll drei Wochen später, er hat uns verlassen. Naja. Unser neues Ohne-Glied wäre ja auch schlecht bei dir, oder? Also, ja. Vielleicht bin ich eine Frau mit männlicher Stimme. Boah, wo kann man das? So, alles möglich in der heutigen Zeit.